Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich heute streamen werde. Ihr könnt aber trotzdem natürlich gerne in der ersten Videobeschreibung auschecken und auf Twitch dann Follow da lassen. Heute steht allerdings eben halt, wie gesagt, kein Turnier an. Deshalb weiß ich es noch nicht ganz. Und als Video wird halt wieder ein Highlight-Video kommen von Freitag-Turnier. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings als erstes mal den Itemshop an. Und heute haben wir 8 neue Skins im Shop, so wie es aussieht. Und zwar alle so ein bisschen im Militär, im so Eismilitär-Look. Einmal hier die Kältekriegerin, dann die Eisjägerin, Hagelsturm und Schneeschützen. Alle im relativ ähnlichen Look. Aber eben halt mit unterschiedlichen Skintypen und leicht unterschiedlicher Kleidung. Dann gibt es noch den Kühlkommando-Skin, Arktis-Assassine, Eistalker und Schneeschlechter. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass man hier so verschiedene Möglichkeiten hat, wie man den Skin will. Und 800 V-Bucks sind dafür auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir immer noch den Ninja-Skin drin. Mit den 4 Seelen ist jetzt schon zum dritten Tag drin. Ich denke mal, morgen wird er dann auch vielleicht noch drin sein. Ich weiß aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall einmal der Standard-Stil mit Maske, im Raven-Stil und dann im reaktiven Stil. Beim reaktiven Stil wird hier hinten das Kopfband immer länger, genauso wie beim Standard-Stil. Als nächstes haben wir dann dazu die Zwillingskatanas. Und den Ninja Style Emote. Dann haben wir noch die Schattenagenten im Standard- und weißen Stil. Als nächstes haben wir dann den Verge Skin. Dann das Fluttervieh als Gleiter. Den Schalenschläger. Dann Signature Shuffle. Und als letztes noch Rage Quit. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.